Farewell. Adi, Geoffrey. Ich werde zurückkehren. What? Was sehe ich da? Kann ich meinen Augen trauen? How could this? Meine Dame, seid ihr Geoffreys? Es ist zu lange her, Meister Forsythe. Lady Primrose? Viel, viel zu lange, das ist wahr. Wir wussten alle, dass ihr eine Schönheit werden würdet, und dennoch habe ich das Gefühl, vor einer himmlischen Vision zu stehen. Es freut mich sehr, euch wohl aufzusehen, Fräulein Primrose. Und ich bin ebenso froh, dass ihr gesund und munter seid, Meister Forsythe. Thank the gods. Das Alter hat meinen Rücken gekrümmt und meine Augen vernebelt. Aber wenn ich euch so vor mir sehe, danke ich den Göttern für die Gnade eines langen Lebens. Ihr übertreibt es mit eurem Lob, guter Herr. Ich habe Geoffrey gerade einen Besuch abgestattet, so wie ich es ab und an zu tun pflege. Ihr solltet das Gleiche tun, Fräulein Primrose. Lasst auch euren Vater sich in eurer Schönheit sonnen. Ja doch. Ich dachte, ich hatte mich gerade verlesen, aber nein. Nein, noch nicht. Ich kann Vater nicht gegenübertreten. Noch nicht. Zuvor muss ich noch etwas erledigen. Es tut mir leid, das zu hören, meine Herrin. Doch, wo habt ihr euch all diese Jahre versteckt gehalten? Es gibt hier viele, die euch mit Freude aufgenommen hätten. The truth is... Ich war auf einer Art Reise, um die Wahrheit zu sagen. I'm sorry. Verzeiht mir. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr derart schlimme Zeiten durchmachen musstet. Ihr habt gut daran getan, durchzuhalten und zu uns zurückzukehren, Fräulein Primrose. Actually. Ich habe nur durchgehalten, weil ich musste. Ich muss die Wahrheit über den Tod meines Vaters herausfinden. Und mich an den Schurken rächen, die ihn mir genommen haben. Meister Forsythe, gibt es irgendetwas, das ihr mir erzählen könnt? Auch ich habe eine Zeit lang nichts unversucht gelassen, die Geheimnisse um die Ermordung Fürst Geoffreys zu lüften. Noch letzten Endes wünschte ich mir, ich hätte es gelassen. Meine Herren, ich bitte euch dringend um höchste Vorsicht. Diese Sache wird euren sicheren Tod bedeuten, wenn ihr nicht mit Umsicht vorgeht. Ich bin bereit für alles, was da kommen mag. I know what I must do. Nun gut. Kommt mit mir, dann werde ich euch erzählen, was ich weiß. Na denn? Ich bin zurück, Anna. Oh? Ich hab mich schon gefragt, wo du bleibst, Liebster. Bitte sag, wer ist diese Schönheit, die du mitgebracht hast? It's not possible. Fräulein Primrose? Meine Güte, aber ich wusste gar nicht. Und so eine wunderschöne erwachsene Frau. Ach, bitte sag mir, dass das kein Traum ist. Dasselbe habe ich auch gedacht, meine Liebe. Bringst du uns bitte einen Tee? Und nachdem all das geschehen war, verlagerte sich die Macht hier in Edelhof. Und zwar dramatisch. Unter Fürst Geoffreys Führung war das Haus Azelhard das herausragendste unter allen Familien. In enger Zusammenarbeit mit der Stadtwache nahm er es auf sich, Frieden und Wohlbefinden der Bürger zu garantieren. Von Raub und Mord gab es damals keine Spur. Es waren bessere Zeiten. Wenngleich diejenigen, die Übles im Sinn hatten,
sie vermutlich als erdrückend empfanden. Ja gut. Auf jeden Fall sind jene Zeiten des Friedens und der Sicherheit heute nur noch ein Traum. Das ist nicht so gut. Im Chaos und der Unordnung, die dem Sturz des Hauses Eselhardt folgten, kam eine Gruppe Männer an die Macht. Sie nennen sich selbst die Obsidianer. Schon zu Lebzeiten deines Vaters verdingten sich diese Männer als Verkäufer verbotener Tinkturen. Sie arbeiteten im Schatten verborgen vor Geoffreys wachsamem Auge. Ein zwielichtiger Handel folgte dem anderen. So füllten sie ihre Kassen und schlossen Freundschaften mit den Mächtigen. Beeindruckt vom Erfolg, vom Einfluss ihres Geldes, schloss sich den Schurken auch eine Vielzahl einstiger Gesetzestreuer an. Ein Mann namens Albus führte damals das Kommando der Stadtwache. Er war die rechte Hand von Fürst Geoffrey und der gerechteste und ehrenwerteste Mann, den ich je die Ehre hatte kennenzulernen. Aber er war zu gut für diese Welt. Daher wurde er aus ihr getilgt. Das ist nicht gut. Ermordet, wie mein Vater. And then. Ihrer Führung beraubt, brach die Stadtwache in sich zusammen. Und die Obsidianer ergriffen problemlos die Macht. Ich habe Jahre damit verbracht, der Korruption auf die Spur zu kommen und herauszufinden, zu wem sie führte und wohin das Blutgeld floss. Und am Ende stellte ich fest, dass ich einem Gegner gegenüberstand, der einfach zu teuflisch war. Mein Leben war schon unzählige Male bedroht. Zwei unermüdliche Begleiter. Entschuldigung. Die mir bei der Suche nach der Wahrheit zur Seite standen, fanden ein schreckliches Ende. Ehre und Gerechtigkeit sind hier vor langer Zeit gestorben und werden wohl niemals zurückkehren. Inzwischen bin ich ein alter Mann und dieser Kampf erschöpft mich mehr und mehr. Ich bin nur ein unbedeutender Landbesitzer ohne nennenswerten Einfluss. Lediglich Blumen kann ich noch an Geoffreys Grab legen. Lady Primrose? Mehr kann ich nicht mehr für ihn tun. Oder für euch. Und daher bitte ich euch, Fräulein Primrose, verlasst diesen Ort. Glaubt mir, meine Herrin, wäre euer Vater hier, würde er dasselbe raten. Das mag gut sein, aber wir haben unseren eigenen Kopf. Und davon bin ich nicht überzeugt, Meister Forsythe. Wäre mein Vater hier, dann würde er dies sagen. Faith shall be your shield. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht habe ich meine Erinnerungen an Geoffrey verdrängt, um mich von der Last meiner eigenen Feigheit zu befreien. Verzeiht mir, meine Herrin, meine Schande ist grenzenlos. Now then. Ich weiß, wo diese Schurken sich ihr Versteck eingerichtet haben. Ich werde euch dorthin bringen. Danke. Geht doch. Warum nicht gleich so? Lady Primrose. Ich erwarte euch hier, meine Herrin, bis ihr bereit zum Aufbruch seid. Okay. Gut. Na denn, wollen wir uns hier mal noch, Okay. Oh. Ah, da sehe ich es ja. Da sehe ich es jetzt, aber da komme ich noch nicht hin. Okay.
Das verborgene Objekt bleibt erstmal noch außerhalb unserer Reichweite, aber der mit Kupfer gefüllte Beutel und diese anliegende Pflaume M kommen mit. So, dann wollen wir hier mal studieren. Nicht. Schade. Und den hatten wir schon studiert. Gut, meinetwegen. Meinethalben. So, dann gehen wir mal nochmal in den anderen Stadtteil. Denn hier können wir doch sicherlich auch noch den einen oder anderen studieren. Okay, du weißt von nichts. Wie sieht's bei dir aus? Verwendung von Textilien. Aha. Okay. Was auch immer, ey, ne? Was auch immer. Hey, ein verborgenes Objekt. Ja, Mensch. Direkt von neben ihm. Okay. Warum nicht? Orlix Anwesen. Ja. Genau, das war die. Das war die. Das andere Kapitel, was hier schon stattgefunden hat. Okay, ein verborgenes Objekt. Nice. Du hast nichts für mich. Du hast auch nichts für mich. Mist. Und du? Auch nicht. Wow. Hat denn hier keiner noch wertvolle Informationen? Na bitte, geht doch. Okay. So, ja, komm. Bisher haben wir echt Glück mit den Wahrscheinlichkeiten. Noch nicht einmal fehlgeschlagen. Und dabei haben wir hier 70% und 50% Wahrscheinlichkeiten schon gehabt. Also nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Geheimnisvolle Antiquität, aha. Okay, so. Tipi ist nicht da. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Okay. Ein schwerer Münzbeutel. Ja, gerne. Und ein Donnerseelenstein L. Nice. Nice, der macht Schaden. Okay. Ich könnte jetzt natürlich meine Gruppe noch mal kurz wechseln, um hier alle noch mal zu bestehlen. Aber, nee. Lassen wir jetzt mal, ne? So. Okay. Dann legen wir mal los. Warum nicht? Warum denn nicht, ne? Dies ist das versteckte Obsidianer. Lovely. Hab vielen Dank, Meister Forsythe. Ab hier kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren, meine Herrin. Ja, es passt schon. I owe you a debt. Darum würde ich euch auch niemals bitten. Lady Primrose? Ihr habt vor, Geoffreys Tod zu rächen, richtig? I'll do what I must. Seit jenem Tag ist keine Sekunde verstrichen, in der ich nicht daran gedacht habe, diese Schuld zu begleichen. Nun denn, in diesem Fall, Fräulein Primrose. Erlaubt mir bitte, euch zu begleiten. Auf meinem Herzen lastet schon lange dieselbe Reue. Schon so lange hatte ich die Hoffnung aufgegeben und meinen Weg aus den Augen verloren. Doch euch heute wieder zu sehen, erhält erneut wie das Licht der Flamme den Weg vor mir. Mir wird nun bewusst, dass ich, trotz allem, was ich über die Jahre gelernt habe, noch immer nichts über wahre Tapferkeit weiß. So then. Meister Forsythe. I beg of you. Wenn der Glaube euer Schild ist, Fräulein Primrose, dann lasst mich das Schwert an eurer Seite sein. Okay, na denn. Wenn du das willst, ne?
Ja. Das Fräulein Eselhardt verlangt nach euch. Oh. Ach, tut sie das? Wie freundlich von ihr, mir die Mühe zu ersparen. Alles fügt sich so, wie der Hauptmann es vorhergesagt hat. Was mich daran erinnert. Sollte er nicht bald zu uns stoßen? Yeah! Was das betrifft, Herr, fürchte ich, hat es eine Planänderung gegeben. Er hat einen Raben geschickt. Offenbar gibt es ein paar Vorbereitungen, die er zuerst treffen möchte. Er hatte schon immer einen Hang zum Dramatischen, nicht wahr? Ja. Zweifellos bereitet er eine eigene Begrüßung vor. Fräulein Eselhardt. Wie schade, dass ihr das nicht mehr erleben werdet. Denn der rechte Flügel wird euch gleich hier das Leben nehmen. Seid ihr da mal nicht zu sicher? So, wir gehen mal noch mal ganz kurz raus, denn ich will hier noch das verborgene Objekt haben. Ein seltener Stein. Okay. Warum nicht? So. Na dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Kiste, Heiltrauben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. Da ist nichts, aber da ist noch ein Weg. Der mich vielleicht noch weiterbringt. Then be hunted. An interesting dilemma. Okay. Keiner mit einer Schwäche gegen eins von Cyrus' Elementen. Das ist natürlich schade. Aber naja. Geblendet, hä? Ist ja ganz toll. Okay. Was hat Sturm? Okay, sehr gut. Lumineszenz. Ah. Keine Schwäche erwischt. Schade eigentlich. Aber na gut. Macht nichts. So. Okay, das ist kein Ding. So. Okay. Zack, zack, sehr schön. Sind die schon mal weg? Na, schade. Nee. Mist. Okay, Finsternis. Ist seine Elementarschwäche. Na denn. Na denn. Und mit allen im Blindstatus ist es natürlich echt furchtbar zu kämpfen. Ah, ich habe Therion nicht dabei. Also kann ich das vergessen. Mist. Okay, da kann ich nicht runter, weil die Treppe im Arsch ist.
Was haben die denn für Ekelviecher bei sich zu Hause? Furchtbar. Das ist ja echt eklig. Oh. Komm in, if thou darest. Und was ich auf jeden Fall machen kann, ist dafür sorgen, dass die Spinne keinen. Erstmal keinen Zug bekommt. So. Okay. So, die Frage, was ist die andere Schwäche von den Viechern? Dolche? Dolche. Perfekt. Gefunden. So, sehr schön. What next? Okay. I will cut him down. Mach nochmal sowas hier. I'm ready. Watch me now. So. Zack, zack. Alles kein Problem. Okay. Was bringt mir schwarze Galle? Klingt interessant. Nehmen wir mal mit. Ich hätte zaubern sollen. Naja. War eine fixe Idee. Ging daneben. Was soll's. Kurzschlag. Das hat jetzt gereicht. Sehr schön. The hunt endes. Okay. Das hätten wir und